Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut, etwas zu tun, um deine Träume wahr werden zu lassen. Mit diesem Gedanken bin ich mit Dachzelt auf dem Weg nach Nordschweden. Leute, oh, gerade aufgestanden, keine 15 Minuten her. Im Dachzelt ist ja schon so richtig warm, obwohl ich auch warm angezogen bin. In der Nacht ist es nicht so kalt geworden, wie ich es mir gedacht habe, hier bei Abisko, ganz oben im Norden. Ja, jetzt drehe ich mal die Kamera um. Genau das ist der Ausblick. Verschneite Berge, gefrorener See und total ruhig, Vögel zwitschern. Schöner geht's kaum. Tja, die anderen scheinen noch zu schlafen. Ich werde sie mir hier ein Kaffeewasserbad machen, mich waschen und den Tag so langsam gechillt beginnen. Weil heute fahren wir keine Kilometer. Heute sind wir einfach mal nur hier. Wunderschön. Guten Morgen, Leute. Da stehen wir. Ja, der liebe Sebastian, den wir hier kennengelernt haben, der frühstückt heute auch mit uns. Da steht er, der geht heute hardcore wandern, so mal 17 Kilometer. Daniel, die Gottheit, die liegt noch im Dachzelt. Irgendwann mal wird er wahrscheinlich rauskommen. Ich lade hier mit meinem Solarpanel wieder meine Freizeitbatterie. Da habe ich gestern alle meine Geräte geladen und sind vielleicht mal zwei Striche weg oder so. Aber ich gehe mal eine Nummer sicher. Es könnte ja sein, dass wir hier keine Sonne haben. Nee, ja, es könnte auch mal bewölkt sein. Das könnte natürlich sein. Aber momentan haben wir wirklich einen blauen Himmel und eine Sonne. Und heute geht's wandern. Ja, jetzt trinke ich erstmal einen schönen Kaffee. Und dann werde ich gemütlich hier die Aussicht halten. Viele fragen mich immer nach Links zu den Produkten, wo ich hier habe. Die habe ich alle unter meinen Schweden-Videos und den zukünftigen Videos immer verlinkt. Sei es jetzt dieses Solarpanel, sei es die Suorki-Batterie. Da habe ich, glaube ich, sogar eine andere verlinkt. Damit ihr, weil ich immer gefragt werde, jetzt im Urlaub, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, mit welcher Fähre bist du gefahren, werde ich auch gefragt. Ja, wir sind von Travemünde, Lübeck hierher gefahren. Also einfach googeln. Es gibt, glaube ich, nur drei Fähren und eins davon nimmt man halt. Wirklich nicht schwer, ja, um hierher zu kommen. Und schaut mal die Berge da hinten. Wunderschön. Mittlerweile haben wir es 11.46 Uhr. Dachzelte sind wieder eingepackt. Es ist ein morgendlicher Frühsport hier. Mittlerweile haben wir es ja Mittag. Aber wir haben Urlaub und von dem her nennen wir das mal morgendlicher Frühsport. Der Daniel ist hier schon am Zusammenpacken. Ja, wir werden mit dem Sebastian zusammen heute 7 Kilometer wandern mit 900 Höhenmetern. Der Sebastian ist sehr, sehr sportlich, aber er hat uns versprochen, dass er sich unserem Tempo anpasst, weil wir ja schon seit über einer Woche Auto fahren. Da sind so die Glieder ein bisschen eingeschlafen und natürlich bin ich nie so fit wie der Sebastian. Aber wir werden es trotzdem wagen. Er sagt ja, er nimmt Rücksicht auf uns und das nehme ich ihm mal ab. Ja, und was nehme ich mit? Ich werde mein Pocket 2 mitnehmen, mein Osmo Action ist mit dabei und natürlich die DJI Air 2S und dann wandere ich da mit, ganz klar. Ja, Wasser müssen wir genug mitnehmen, ist ja ganz wichtig, wenn man so Höhenmeter macht. Ja, ob ich was zum Essen mitnehme, weiß ich nicht, vielleicht mal einen Sportriegel oder so, aber die habe ich nicht dabei. Sonst würde ich in so einer Wanderung, ja, wo sehr viel Kraft kostet, auch mal einen Sportriegel mitnehmen. Aber wir werden es, glaube ich, überleben. Also hoch 7 Kilometer, runter 7 Kilometer. Ja, runter wird es dann auch anstrengend. Ja, mit unserem Gewicht und Gepäck geht es ja dann auf die Gelenke. Ich glaube, heute Abend wissen wir, was wir getan haben. So, ich nehme euch mit. Bleibt dran. So, wir sind jetzt hier am Startpunkt angekommen. Sebastian hat die Messer gewälzt. Wir sind bereit für Sterben. So langsam halt. Wir werden so langsam in dieses Sterbemodus
uns begeben. Oder? Falls irgendwas ist, merkt euch dieses Gesicht. Ja, er ist schuld. Nummernschild. Ich hoffe, ihr habt es euch notiert. Ja, wir machen es jetzt einfach. Wir tun einfach jetzt, ja, wir starten jetzt einfach mit der Wanderung. 7 Kilometer, 900 Höhenmeter in 7 Kilometern hier beim Abisko Nationalpark. Unsere erste Wanderung. Wir hätten jetzt auch was mit 2-3 Kilometer machen können, aber das war uns einfach zu wenig. 2-3 Kilometer. Die habe ich heute zurückgelegt, als ich ausgestiegen war aus dem Zelt. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, eben. Ja, wir reden dann in 20 Minuten, melde ich mich nochmal. Schaut mal, Leute, wie aus den Filmen von Indiana Jones laufen wir hier entlang bis zu den Bergen. Hammer. Hammer schön, oder? Ich würde eher sagen, so mehr wie Herr der Ringe. Ja. Also mehr so wie. Ja, du bist halt jünger als ich. Ja, wir laufen hier wie bei Mordor Schatten. Ja, durch komische Wanderwege. Und nachher geht es auf diesen Berg da hinten, wie ihr sehen könnt. Und dann machen wir die, ja, die Ringe, die zu knechten. Nein, also auf jeden Fall rede ich hier einen Scheiß. Aber es ist echt eine schöne, interessante Landschaft hier. Und gut, dass ich meine Wanderschuhe dabei habe. Ja, ja, ist normal bei mir, wegen der Lunge. Also bei mir heißt es immer, ich muss halt als Eingabe mit Kraft raus, damit ich genug Sauerstoff kriege. Ich wollte ihn sauern. Ich hau ihn gleich. Ja, das ist die Baseball mit dem Sportmodus gewechselt. Ja, ja. Das wird ja recht, das ist ja im dritten Gang. Top Gun, oder wie? Nein, Ich weiß es nicht. Ich hab's provoziert. Was ist das hier? Hier sehen wir ein schwedisches oder Samencamp. Das sind Pfeiler und kleines Häuschen drauf. Ja, aber da drinnen ist was? Da schlafen die, die Samen. Die Samen? Ja. Also nicht die Schweden? Nee. Gibt's das ja? Das ist von damals. Also von damals. Also das ist ein geschichtlicher Hintergrund ist das. Ah ja, okay. Perfekt. Ja. Und ringsrum die ganzen schneebelegten Berge. Hat was von Kanada, ne? Hat was von... Lass mich am Leben. Also, wir gehen weiter. Natürlich darf man jetzt hier nicht einblenden, dass wir erst seit 50 Metern laufen. Es geht immer noch weiter. Noch gar nicht so viele Höhenmeter gemacht. Das macht mich natürlich ein bisschen nachdenkbar. Denn 900 Höhenmeter wird man definitiv machen. Und wenn die 900 Höhenmeter auf den letzten 2 Kilometer sich verteilen, kann das ganz schön anstrengend werden. Naja, wir vertrauen hier mal den Sebastian. Wobei, mein Vertrauen schwindet so langsam. Mal gespannt. Beide neugierig, haben hier mitten im Nirgendwo eine Hütte entdeckt. Und schauen uns das mal hier an. Schaut mal hinter mir. Irgendwo. Ah, na Konstanz heißt irgendwo, ja? Ja? Wow, also da hinten steht na Konstanz, das heißt auf Schwedisch oder auf Deutsch nirgendwo. Irgendwo. Irgendwo. Ja, und da auch eine Hütte mit verschiedenen Knochen. Sieht aus wie Geweih von Elchen, oder? Oder Hirschen. Rentiere. Okay. Hat das was zu bedeuten? Ich glaube, das ist eine Jagdhütte. Eine Jagdhütte. Okay. Eine Jagdhütte. Ja. Hier wohnt der Bruder von Jason. Wow. Thank you.
Leute. Unsere Aussicht beim Laufen. Ich weiß gar nicht, wie gut die Kamera das alles hier einfängt, aber die Aussicht im Vergleich jetzt zu Schwarzwald ist natürlich ganz anders. Das nicht jetzt. Das heißt jetzt nicht, dass der Schwarzwald nicht schön ist. Der ist halt anders schön. Und hier haben wir einen See. Und ich zeige euch mal, wie herrlich das aussieht. Wir gehen einfach mal durch. Schaut euch das hier mal an. Boah. Ist natürlich ein bisschen moorig. Der Untergrund ist nass. Aber trotzdem wahnsinnig schön. So, die Schuhe sinken ein, sind aber wasserdicht. Und das ist hier die Aussicht. Das ist bombastisch. Wunderschön, Sebastian. Danke. Das muss ich jetzt hier echt mal sagen. Ja, er kam auf die Idee. Er wollte erst ursprünglich ja alleine hier laufen. Dann irgendwann mal haben wir gesagt, komm, wir machen zusammen. Ja. Und hier muss ich mich echt mal für mich bedanken und für euch. Ja, ich nehme euch ja mit. Ja, Abisko, 3000 Kilometer von Donaueschingen entfernt. Bis jetzt hat sich der Weg schon alleine, der Weg war das Ziel. Schon allein der Weg hier hat sich gelohnt. Und diese Wanderung setzt noch eine Krönung drauf. Mit diesen schönen Bergen, mit diesem schönen Wetter. Wow, wenn Engel reisen, ne? Das sagt man bei uns. Wenn Engel reisen, ja, dann hat man schönes Wetter. So, jetzt gehen wir zum lieben Daniel, bevor ihn die Bäre fressen. Ja. Sebastian, was sagst du? Wo lang? Geradeaus. Ja. Mittlerweile 3,46 Kilometer. Oh, Siri aktiviert sich wieder. Ja. Schaut mal. Ja. Da kommt der junge Mann. Der junge Gott. Er lässt sich Zeit, er weiß, sein Gefolge muss eh auf ihn warten. So benimmt er sich auch. Schaut mal, die Aussicht. Alles, was ihr jetzt sehen könnt, gehört Daniel. Sein Königreich. Jawohl. Na Daniel, wie gefällt es dir bis jetzt? Das wäre am Arsch lecken. Ah, okay. Das schneide ich dann nicht raus. Alles gut, alles gut. Sag mal. Eine große Klappe habe ich. Ja, ja. Höhenmeter habe ich nicht. Naja, ist egal. Man muss nicht alles können. Nein. Aber Mario Barth ist auch nicht bekannt für seine Höhenmeter. Nein, ist er auch nicht, nein. Ja, und dieser junge Mann ist den Berg da hochgelaufen. Das erinnert mich an Schwarzwald. Wenn ich fit genug wäre, würde ich echt mit dir da hochlaufen. Weißt du das? Das würde mich reizen. Ja, ja, wenn ich fit genug wäre, würde ich auch nicht hochlaufen. Ja, klar. So. Gehen wir weiter, ne? Oder? Warten wir noch 2 Minuten? Na, weiter. Okay. Wir haben schon fast 4 Kilometer, ein paar Höhenmeter haben wir auch hinter uns. Der liebe Daniel, der ist irgendwo da hinten. Wir sehen noch nicht. Wir warten, bis er kommt, der junge Gott. Ja. Ich sehe ihn. Du siehst ihn? Ja, also
Er wird demnächst kommen. Und schaut mal weiterhin die Berge, wie schön wir wandern. Und überall ringsrum die verschneiten Berge. Und wir sind am Schwitzen. Also hier ist echt warm. Wow. Was für eine Aussicht hier. Ist ein Aussichtspunkt. Und man sieht hier die Berge von Abisko. Wenn man umdreht, überall Berge. Und wir sind mittendrin. Wirklich schön. Und wie gesagt, ein super Wetter. Hey Sebastian. Ja. Super zum Wandern. Ja. Muss man schon sagen. Alles richtig gemacht. Wir nähern uns hier auf die 900 Höhenmeter und wir sehen hier lauter Berge, aber es geht noch weiter hoch. Ja, wir sind noch nicht angekommen. Wow, aber die Aussicht ist es wert. Bombastisch. Mit dem gefrorenen See und die Berge Norwegen. Daniel, was ist los? Weiter geht's, ich warte nur auf euch. Ich bin am Arsch. Hallo? Lass mich zurück. Nein, keiner wird zurückgelassen. Lass mich zurück. Das sind unsere 900 Höhenmeter. Daniel bleibt jetzt erstmal unten. Ich werde jetzt auch da hochgehen und Quickshots mit meiner Drohne machen. Guck mal, diesen jungen Mann. Wie ein Gott rennt er da hoch. Juhu. In 2,5 Stunden, 7 Kilometer und 900 Höhenmeter. Schaut mal, Leute, diese Aussicht. Geschafft, geschafft, geschafft. Danke, Sebastian, dass du uns mitgenommen hast. Muss ich jetzt sagen, was für eine Aussicht. Und hier, das ist ein sehr berühmter Berg. Wie heißt das auf Schwedisch? Lapputten. Lapputten. Putten ist es. Das ist ja Lappland. Lappland, ja. Und Put ist Tor. Ja. Also Lapptor. 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 Genau, das ist das Lapptor, Leute. Ich drehe nochmal die Kamera um, dass ihr sehen könnt. Hier das Lapptor. Von hier super zu sehen. Richtig schön. An ocean, a cave, a dream that no one could say. A shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Some rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is gray inside this narrow maze. Speak, but oh, nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me, or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Now grab my hand.
Und haben die letzten 50 Höhenmeter den Daniel nochmal abgeholt und nochmal zusammen hoch, weil wir sind ein Team. Daniel, jetzt warst du hier und hast auch geschafft. Diese Aussicht von 900 Höhenmeter, das musst du erstmal einer vormachen, mein Freund. Mit deinem Fliegengewicht. Zwing mich nicht, jetzt irgendwas zu sagen, es ist nicht jugendfrei. Alles klar, aber du hast geschafft. Und das kann dir keiner nehmen. Du weißt, dass ich komme. Ich lass dich nicht allein, ich hole. Bisschen Schnee, obwohl es brutal heiß ist, werden wir hier durch Schnee laufen. Boah. Wahnsinn. Boah. Aufpassen, die Füße versinken im Schnee. Wahnsinn. Sebastian, der hat einen deutschen Vater und kann echt gut Deutsch. Muss ich echt sagen, klasse. Danke. Ist aber, lebt aber in Schweden und ist so einer, der wandert hier, was weiß ich, wie viele Kilometer so? 17 Kilometer nach links, 18 nach rechts und 12 geradeaus, oder? Ungefähr. An einem Tag? Ja. Aber ist mir gut. Egal. Ja, also ihn haben wir kennengelernt. Er wird auch bei uns heute Abend essen. Ja. Wir haben heute Morgen schon zusammen gefrühstückt. Mhm. Ist ein super Kerl, ja, wollt nur mal, dass ihr Kaputten den hier auch kennenlernt, ne? Hier. Es gibt auch gute Menschen. Ich wollte euch nur ein bisschen mobben oder foppen, sagt man doch heutzutage. Nee, ihr wisst, ich habe doch euch alle lieb, ja? Das wisst ihr. Außer der. Der ist so frech. Der ist so frech ist der. Komm, beweg dich, so ich möchte nach Hause. Weißt, nach Hause. Sind halt mal nochmal 3000 Kilometer. Ja, Leute, momentan bin ich an der Spitze der Gruppe. Ich glaube, der Sebastian schaut nach Daniel. Und Daniel haltet echt gut durch, muss man echt sagen. Aber es ist halt schon nicht so ohne, hier hochzulaufen. Und ich fand es schon super korrekt, dass er das mitgemacht hat. Und allein dafür müsst ihr den Daniel echt mal ein Lob aussprechen. Der Mann ist echt absolut korrekt und kämpft jetzt jeden Meter mit uns. Wir haben noch 5 oder 6 Kilometer. Es geht eigentlich nur bergunter, nur der Weg ist halt ein bisschen steinig und ja, nicht so gerade und man muss halt schon gucken. So ohne ist es nicht, aber es ist heftig, aber es ist geil. Ja, jetzt nach mehreren Stunden Natur und Wildnis sind wir hier mal an so einer Art Zivilisation angekommen mit einer normalen Straße, wo die Füße nicht permanent absickern und nass werden. Ich denke, dass wir noch so einen Kilometer oder so vom Weg auf zum Auto laufen müssen. Dann haben wir es endlich mal geschafft. Ja, es sieht so aus, ob wir es bald hinter uns hätten. Aber es hat mega Spaß gemacht, mega. Einfach schön, so ein kleines schwedisches Häusle. Ne? So klein ist es ja gar nicht, wenn man überlegt, oder? Da stand irgendwas von der Polizei zu sein. Echt? Ja, seht ihr, ja. Ja. Irgendwas von der Polizei. Aber gut, vielleicht ist es einfach nur. Ja, der. Irgendwas mit Polarhelikopter. Ja, hier scheint irgendwas zu sein mit einem Polarhelikopter und so, ja. Hier irgendeine Station ist oder so. Polizei, oder? Was ist das? Das ist die Polizei. Kannst du bitte aufstehen?
Kannst du bitte da wieder aufstehen? Okay. Eine wunderschöne kleine Stadt. Hier ist wahrscheinlich ein Hotel. Hier gegenüber, ja, Aktivist Abisko. We create your new adventure. So, jetzt gehen wir da runter, ne? Wieder Andreas, nimmst jede Bank mit. Hier was zu der Geschichte von Abisko, ne? Möchtest du übersetzen? Nee. Nee, okay, okay. Sind das die Ureinwohner von Abisko? Die Bild, das Bild? Nee, das sind die Arbeiter, die Tunnel? Nee, die sind Eisenbahn. Eisenbahn gebaut haben. Ah, okay. Ja, interessant. Ich gehe mal ein bisschen näher. Wer sowas mag. Ich mag sowas brutal, geschichtlich. Wahnsinn. Wenn man überlegt, die sind alle tot. Ja, ist so. Das Leben ist endlich. Das musste man immer wieder mal den Leuten sagen, dass sie das Leben genießen und nicht nur mal locken. Abisko Nationalpark. Wir sind wieder angekommen, Leute. Das ist gut. Das heißt, wir sind gleich da, Daniel. Oder? Okay. Das ist gut, oder, Sebastian? Ja. Ja. Autos stehen da vorne. Fast. Ja, ich muss sagen, Daniel hat echt super mitgehalten. Für das erste Mal so eine heftige Wanderung, oder, Daniel? Muss ich sagen, riesen Respekt, Leute. Allein deswegen bitte in die Kommentare und Likes hinterlassen für diese Leistung von Daniel. Für alle weiblichen Zuschauer, Telefonnummer und private Anfrage bei Murat. Ja, genau. Ja, Leute, angekommen. Da stehen die Autos, wie ihr sehen könnt. Jetzt warten wir nur noch auf den Daniel. Der müsste jetzt auch in den nächsten 5 bis 10 Minuten kommen. Und dann geht es erstmal ein bisschen Fleisch kaufen und dann wird gegrillt heute Abend. Nehme ich vielleicht auch noch auf. Bleibt mal dran.